Willkommen zu einem weiteren Tutorial von CoursePath. In diesem Video erfahren Sie, welche Möglichkeiten es gibt, Kursteilnehmer in Ihre Akademie zu bringen. Zum Beispiel können Sie neue Teilnehmer per E-Mail-Adresse hinzufügen, über anonyme Konten, Vouchercodes oder auch per Selbstregistrierung. Wie das geht, erklären wir in diesem Video. Eins vorweg: Teilnehmer können immer in die gesamte Akademie oder direkt in einen bestimmten Kurs eingeladen werden. Wollen Sie Teilnehmer in die Akademie einladen, klicken Sie von Ihrer Akademie-Seite aus zunächst auf Optionen und dann auf Mitglieder. Oben rechts befindet sich nun die Schaltfläche Mitglieder hinzufügen. Teilnehmer, die Sie auf diese Weise einladen, sind zunächst keinem Kurs zugeordnet. Sie sind dann erst einmal nur Akademie-Mitglieder. Sie können später verschiedenen Kursen hinzugefügt werden. Wenn Sie Teilnehmer stattdessen von einem Kurs aus einladen, werden Sie diesem direkt hinzugefügt. So eingeladene Teilnehmer sind automatisch Akademie-Mitglieder und können später auch weiteren Kursen hinzugefügt werden. Für diesen Weg klicken Sie in einem Kurs im Mitgliedermenü auf Mitglieder. Wenn Sie nun auf Mitglieder hinzufügen klicken, finden Sie dort alle Möglichkeiten vor, Teilnehmer einem Kurs hinzuzufügen. Übrigens, nach dem gleichen Prinzip können Sie Teilnehmer auch in Kurssequenzen einladen. Wenn im Folgenden von Kursen die Rede ist, können Sie also auch von Sequenzen ausgehen. Wie funktioniert die Einladung? Eine Möglichkeit: Geben Sie die verschiedenen E-Mail-Adressen manuell ein und versenden Sie danach direkt die Einladungen zu Ihrer Akademie. Bei vielen E-Mail-Adressen kann die manuelle Eingabe allerdings sehr aufwendig werden. Alternativ können Sie auch einfach eine Excel- oder CSV-Datei mit allen E-Mail-Adressen hochladen. Übrigens können Sie die Upload-Funktion auch dazu nutzen, mehrere Mitgliederprofile auf einmal zu aktualisieren. Beachten Sie: Wenn sich dabei die E-Mail-Adresse eines Teilnehmers ändert, werden die dazugehörigen Daten nicht aktualisiert. Stattdessen wird ein neuer Teilnehmer angelegt. Denn die E-Mail-Adresse ist das einzigartige Merkmal eines jeden Mitglieds. Bei Bedarf können Sie die Mail-Adresse manuell in dem Profil eines Mitglieds aktualisieren. Sie müssen die Einladungen zu Ihrer Akademie nicht direkt versenden. Sie können die Mitglieder auch zunächst nur hinzufügen und später E-Mail-Einladungen versenden. Erst dann erhalten die Mitglieder einen Aktivierungslink, den sie zum Login benötigen. Das macht vor allem Sinn, wenn Sie die Teilnehmer in mehrere Kurse auf einmal einladen und nicht zu jedem Kurs einzeln eine Mail versenden möchten. Eine schöne Gestaltungsmöglichkeit bei E-Mail-Einladungen: Personalisieren Sie den Einladungstext. Geben Sie in geschwungenen Klammern Name ein und der jeweilige Teilnehmername wird automatisch in der E-Mail eingefügt. Sollen Teilnehmer komplett anonym bleiben oder haben einige Teilnehmer keine E-Mail-Adresse, können Sie diese auch ohne E-Mail-Adresse einladen. Nutzen Sie hierzu die Option Anonyme Konten und geben Sie Namen oder Pseudonyme ein. Wenn Sie viele Nutzer ohne E-Mail-Adresse hinzufügen wollen, haben Sie auch hier die Möglichkeit, eine Excel-Tabelle hochzuladen, ohne die Spalte E-Mail-Adresse. CoursePath generiert dann automatisch Zugangscodes, die Sie nun an Ihre Teilnehmer weiterleiten. Diese können sich dann mit Hilfe des Zugangscodes anmelden. Beim nächsten Login können diese Mitglieder sich mit ihrem bei Bedarf pseudonymisierten Benutzernamen und ihrem Passwort anmelden. Benutzernamen können Sie später bearbeiten. Auch einen verloren gegangenen Zugangscode können Sie einfach zurücksetzen. Die Verwendung von Zugangscodes birgt also keine Risiken. Eine ähnliche Methode sind Vouchercodes. Vouchercodes sind eine gute Möglichkeit, Zugang für einzelne Kurse zu gewähren, ohne konkrete Namen oder Mailadressen der Teilnehmer angeben zu müssen. Das übernehmen die Teilnehmer dann einfach selbst. Sie können mehrere Voucher auf einmal erstellen und ihnen eine Bezeichnung und einen Ablaufdatum hinzufügen. Empfänger eines Vouchers können sich selbstständig ein persönliches Konto einrichten, samt Name und E-Mail-Adresse. Eingelöste und offen gebliebene Voucher können Sie im Voucher-Menü später ansehen und bearbeiten. Noch einmal zur Erinnerung: Diese Option ist nur auf Kurs- bzw. Sequenzebene verfügbar. Zuletzt haben Sie auch die Möglichkeit, Kurse zur Selbstregistrierung zu öffnen. In den Kursoptionen unter Einschreiben stehen Ihnen 4 Optionen zur Verfügung.
Die Standardeinstellung ist das Hinzufügen von Mitgliedern über eine Einladung. Diese Möglichkeit bleibt immer bestehen, egal welche der folgenden Optionen Sie wählen. Die Option Akademiemitglieder können sich selber einschreiben erlaubt Ihren bereits angelegten Akademiemitgliedern eine Anmeldung zum Kurs, ohne dass jemand dies bestätigen muss. Sie als Akademiemanager werden über solche Einschreibungen per E-Mail benachrichtigt. Auf Anfrage über den Registrieren-Button erlaubt Ihnen, Anfragen auf Kursteilnahme zu überprüfen und gegebenenfalls abzulehnen. Sowohl Akademiemitglieder als auch akademiefremde Personen können die Anfrage stellen. Offene Anfragen finden Sie im Mitgliedermenü unter Registrierung. Ähnlich funktioniert die Wahlmöglichkeit, der Kurs ist öffentlich zugänglich, nur dass die Anfrage hier nicht bestätigt werden muss. Interessierte Personen haben direkt Zugriff auf den Kurs. Weisen Sie einfach über Banner oder iFrames auf den öffentlichen Kurs hin. Auf diesen Wegen fügen Sie neue Nutzer den Kursen in Ihrer Akademie hinzu. Aber natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, bereits vorhandene Akademiemitglieder oder ganze Gruppen auf einmal Kursen hinzuzufügen. Außerdem können Sie einzelne Mitglieder von Hand einschreiben, über die Mitgliederseiten auf Kurs- oder Akademieebene. Klicken Sie beim ausgewählten Teilnehmer einfach auf Einstellungen und wählen Sie anschließend in Kurs einschreiben. Gleiches gilt, wenn Sie mehrere Mitglieder auf einmal in einen Kurs einschreiben wollen. Markieren Sie die gewünschten Mitglieder, gegebenenfalls über die Filtermöglichkeiten, und wählen Sie dann die gewünschte Aktion am Seitenende aus. Selbstverständlich können Sie mit Hilfe unserer API-Schnittstellen Mitglieder auch automatisiert in Ihre Kurse einschreiben und auch die Lernergebnisse in Ihre Systeme zurückspielen lassen. Bei der Einrichtung einer API-Verbindung unterstützt CoursePath Sie gerne. Sie kennen nun die verschiedenen Möglichkeiten, Teilnehmer Ihren Kursen hinzuzufügen. Mit der Zeit werden Sie den für Ihre Bedürfnisse effektivsten Weg finden und Ihre Akademiemitglieder so effizient verwalten können.